Es gibt gute Gründe für den Anbau von Roggen. Er ist hart im Nehmen, stellt geringe Ansprüche an Standort und Klima und ist anderen Getreidearten hinsichtlich Ertragsstärke und Stabilität überlegen. Außerdem ist Roggen vielseitig einsetzbar, als Brotgetreide, nachwachsender Rohstoff oder leistungsstarke Futterkomponente. So wird der Roggen für Schweinemäster immer interessanter. Denn das Getreide punktet mit Ballaststoffen, die sich bei den Schweinen positiv auf die Darmgesundheit auswirken. Allerdings birgt der Roggenanbau auch Risiken. Zwar ist die Anfälligkeit des Roggens gegenüber Fusarium geringer als bei Weizen, doch im Vergleich zu anderen Getreidearten hat Roggen eine höhere Veranlagung, von dem Mutterkornpilz befallen zu werden. Einem natürlich auftretenden Bodenbesiedler, der überall vorkommen kann und sich nicht gänzlich vermeiden lässt. Als Fremdbefruchter, der lange offen blüht, ist Roggen auf Pollenflug und auf ein ausreichendes Pollenangebot angewiesen. Steht dieses Pollenangebot nicht zur Verfügung, haben die Sporen des Pilzes ein leichtes Spiel und können in die Narben der Roggenblüten eindringen. Statt zur Befruchtung kommt es zu einer Infektion. Und anstelle eines Roggenkorns bildet sich das längliche dunkelviolette Mutterkorn, das bis zu 6 cm groß werden kann. Wenn aber zeitgerecht eine Bestäubung stattfindet, dann schließen sich die Ährchen sehr schnell und eine Infektion ist praktisch nicht mehr möglich. Das heißt, eine zeitgerechte und hohe Pollenschüttung ist sehr wichtig für eine geeignete Mutterkornresistenz. Und in dem Zusammenhang entwickeln wir unsere Roggensorten mit Hilfe der Pollen-Plus-Technologie. Das bedeutet, dass alle Pollen-Plus-Sorten von KWS aufgrund ihrer Genetik mit einem höheren Pollenschüttungsvermögen ausgestattet sind. Das sorgt für eine stark verbesserte Mutterkornabwehr und kann in schwierigen Jahren darüber entscheiden, ob die Vermarktungsqualität erreicht wird oder nicht. Andere Züchter mischen 10% Populationsroggen hinzu, um die verminderte Pollenschüttung ihrer Hybriden auszugleichen. Doch das ist ein anfälligeres System. Im Fall von Fremdbestäubung ist es von Vorteil, wenn es sich um die gleiche Sorte handelt. Wenn andere Sorten zugemischt werden, dann kann es unter Umständen in bestimmten Umwelten zu Abweichungen im Blühzeitpunkt geben. Und das erhöht das Risiko von Mutterkorn. Da die im Mutterkorn enthaltenen Alkaloide bereits in relativ geringen Mengen Mensch und Tier schädigen, gibt es offizielle Grenzwerte für den Gehalt in der Ernteware. Bei Überschreitung dieser Werte drohen dem Landwirt Preisabschläge und im schlimmsten Fall wird sogar die gesamte Partie abgelehnt. Wir befinden uns hier an einem Standort, in dem spezielle Mutterkornprüfungen durchgeführt werden. Das heißt, dass während der Roggenblüte die Pflanzen mit einer Sporensuspension besprüht werden. Nach 4 bis 6 Wochen sehen Sie dieses Ergebnis von einer Nicht-Pollen-Plus-Sorte, also einer relativ hochanfälligen Sorte. Die meisten Ähren sind mit Mutterkörnern, mit Sklerotien befallen. Im Kontrast dazu eine Pollen-Plus-Sorte, die weitgehend gesund ist. Und Sie sehen hier, dass gesunde Spelzen die Samen umhüllen. Das ist hier der Vorteil von einer Pollen-Plus-Sorte. Faktoren wie zum Beispiel Witterung, Standort der Ackerflächen und Feldhygiene spielen beim Anbau zwar auch eine entscheidende Rolle, um den Infektionsdruck durch den Pilz zu senken, jedoch kann darauf kaum Einfluss genommen werden. Deshalb ist die Sortenwahl essentiell, um einer Mutterkorninfektion vorzubeugen. Unsere Pollen-Plus-Roggensorten bieten mehr Sicherheit und einen sehr hohen Ertrag. Unser Ziel ist es, diese Eigenschaften weiterzuentwickeln.